Obwohl Hugh Jackman und Deborah Lee Furness seit vielen Jahren glücklich verheiratet sind, wird in Bezug auf die sexuelle Orientierung des Schauspielers immer wieder spekuliert. Nun spricht seine Frau Klartext. Hugh Jackman, 53, und Deborah Lee Furness, 66, haben sich 1996 das Jawort gegeben, vor kurzem feierten sie ihren 26. Hochzeitstag. Sie sind Eltern von zwei Kindern, Sohn Oscar Maximilian, 21, und Tochter Ava Elliott, 16. Mit verliebten Red Carpet-Auftritten oder süßen Liebeserklärungen in den sozialen Medien macht das Paar immer wieder auf sich aufmerksam, von Skandalen keine Spur. Dennoch halten sich bereits seit Jahren hartnäckige Gerüchte, dass der Wolverine-Darsteller schwul sein könnte. Hugh Jackmans Frau ist genervt von albernen Gerüchten. Mit diesen räumt seine Ehefrau nun ein für alle Mal auf. In dem Podcast Not an Overnight Success findet die Schauspielerin klare Worte für die albernen Spekulationen über ihren Mann. Wenn er schwul wäre, könnte er doch schwul sein. Er müsste sich nicht mehr verstecken und wäre mit Brad Pitt zusammen oder so. Um weitere unbegründete Gerüchte zu verhindern, fügt die Australierin hinzu, nicht, dass Brett schwul ist, aber ihr wisst, was ich meine. Warum die sexuelle Orientierung ihres Mannes immer wieder in Frage gestellt wird, ist für Deborah Lee Furness ein Rätsel. Es ist so albern, und dann halten die Leute diese lächerlichen Dinge aufrecht, sagt sie. Es ist langweilig, lautet ihr Fazit. Deborah Lee Furness. Liebesszenen von ihrem Mann schaut sie nicht gern. Im weiteren Verlauf des Podcasts spricht Deborah Lee Furness auch darüber, dass sie ihrem Mann, mit dem sie seit über 25 Jahren verheiratet ist, nicht gern bei filmischen Liebesszenen zusieht. Wenn ich im Kino sitze und zuschaue, vor allem, wenn die Kinder dabei sind, fühle ich mich ein bisschen unwohl, erklärt sie. Es komme jedoch häufig vor, dass sie mit der Schauspielerin, mit der Hugh Jackman rummacht, befreundet ist, weshalb es sie nicht weiter störe.